sorry. Da habe ich mich ein bisschen verklickt. Einen wunderschönen guten Abend. Ich entschuldige mich für diesen Sound-Fauxpas. Bevor es weitergeht, gehen wir auch erstmal auf Twitch online. Stream Manager live. So, sieht doch gut aus. Also mir ist die Musik immer noch ein bisschen zu laut, ganz klar, Moment. So, und dann, wie ist es jetzt bei euch? Aber also. Lasst mich gerne wissen, wie es jetzt ist, ob es zu leise ist, zu laut ist oder so. Yo, Jamirus, vielen Dank fürs Follow. So, wen haben wir denn da? Yannick, Leon auch direkt wieder am Start. Dennis, moin. Kuss auf Bein. Salam alaikum, alaikum salam. Nuzet, auch wieder da. Lucivity, Spanholz, Fatih, Bash. Was geht ab? Claudia, Devna, jede Menge Leute schon da. Was geht ab? Kemps, Renkinju, Walfischroppe. Vlad, grüß an alle. Ich ziehe mich jetzt von der Arbeit um, fahr endlich nach Hause. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Nektar, danke fürs Follow. Expo. Alter Schwede, wen haben wir denn alles da? Wahnsinn. Venom. Yo, Venom, was geht ab? Ach, da haben wir dich direkt. Warte mal. Dann mache ich doch direkt mal auf Twitch folgendes. Mod. Klammer. X. Venom. 1997. Ungültig. So. Venom, du bist jetzt Moderator auf Twitch. Ah ja, handelbare Marke, ich hast ja sogar hier im Chat schon gesucht, so, ja, sehe ich gerade. Hey ho, kurze Frage, weshalb kommen bei einigen nicht mehr der Osterserver als Format? Anscheinend, also was ich so an Feedback bekommen habe, ist, dass das wohl ein ziemlicher Flop war. Dass es alle da irgendwie sich drauf gestürzt haben, aber es keinen Spaß mehr macht. Und Vlad haut direkt mal zum Start hier wieder eine Mitgliedschaft raus. Kann es einfach nicht lassen, der Kollege. Vielen, vielen Dank dir für den Support. Und Maxi Brot hat jetzt, ich glaube, das ist schon das zweite Mal. Nein, stimmt nicht. Du hast das Giveaway einmal gewonnen, warst du einer der Gewinner. Deswegen kenne ich deinen Namen. Viel Spaß mit der Mitgliedschaft für einen Monat und Vlad, vielen Dank dir. Spanholz, was machst du an Sets im Wald? Das zweite BDA Plus ist jetzt durch. Die Shami, ja, die wird jetzt wahrscheinlich auch mit rausgehen. Also ich habe jetzt hier ungefähr 4 Stunden, gute 4 Stunden und habe gemacht. Jo, Kevin Burkhardt. Vielen Dank fürs Abo auf YouTube und parallel haben wir ein Follow von Kevboy auf Twitch. Ich schieße jetzt einfach mal ins Blaue und sage, das ist dieselbe Person. Vielen Dank dir für den krassen Support. Ich habe jetzt hier in 4 Stunden 14 Sets gemacht. 15 Sets. Ist jetzt nicht die größte Quote, aber auf der Vernichterwiese ist einfach zu viel los. Und ich habe den hier einfach laufen lassen. Aber ich dachte mir, okay, ich will erst die Shami auf 100 ziehen, mit dem Sura geht es schneller. Dann können wir endlich auch Rasador farmen. Und dann kommt der Ninja hinterher. Aber ist, also zumindest auf der Wiese rasiert der Sura viel zu sehr dadurch, als dass das irgendwie Sinn machen würde. Deswegen wird auf jeden Fall bei der nächsten Level-Session der Ninja zusammen mit der Schamanin hier hinkommen. Gut so, perfekt. Alles klar, vielen Dank euch. Oh.
So. Meine kleine Frage. Bin Level 35, habe noch kein Feuer-IQ zum Leveln. Meine Jungheldenwaffe läuft jetzt ab. Soll ich das Geld in Form S stecken oder neuen Char erstellen und weiter? Gute Frage. Ich würde sagen, es kommt darauf an, worauf du Bock hast. Wenn du noch weiter Low-Level farmen willst, kannst du dir einen neuen Char machen. Die sind ja wirklich schnell auf 35. Wenn du da jetzt schon Skills hast und länger farmen willst, kannst du auch in Form S investieren. Aber wenn du noch kein Equipment hast, dann würde ich dir auch abraten, davon hoch zu leveln, weil du sonst dann mit dem höheren Level quasi auf dem Trockenen liegst. So, und ja, kleiner Spoiler. Ich habe es endlich mal geschafft, die Charmi ein bisschen weiter zu leveln. Langsam aber stetig geht es hier voran. Aber ich glaube, die lasse ich hier erstmal im Wald stehen, weil ich nicht weiß, wie gut ich die wieder hier rauskriege. Aber vorher hat die noch Geld. Keksrem, vielen Dank dir fürs Follow. Ich weiß nicht. Ah, im Zweifel muss ich sie irgendwie wieder hier reinkriegen. Mr. Spex, Sharingan, Christian, was geht ab? Alles fit bei dir? Ja, ja, hier läuft. Ich war jetzt gerade ehrlich gesagt mit ein paar Sekunden Verzögerung nach dem Timer da, weil ich den Tee noch aufsetzen wollte, dass ich auch was Vernünftiges zu trinken habe. So. Übrigens, ich habe endlich mal auch ein bisschen, weil ich auf das Feedback von letztem Montag gehört habe und auch manchmal unter den Videos kam das schon, habe ich die Playlist erweitert. Also wir hatten vorher nicht ganz oder ziemlich genau 50 Lieder in der Playlist, jetzt sind es 75. Also ich habe nochmal neue Sachen gesucht, in der Hoffnung, dass da ein bisschen was Interessantes bei ist. Ich bin der von den Kriegskeller. Ah, gestern, ja. Verflixt, wie hieß sie denn noch? Ich komme nicht mehr drauf. Entschuldige bitte. Hey, was benötigt man alles für Vernichterwiese mit einem Charmi? Boah. Winter von Teufel. Salopp gesagt. Gute, hi Richie, Felix auch am Start. IxJ, oha, Renkin Jumusla, die Relax, schönst du noch? Danke dir. Ach, Young Goat, genau das war's. Ups. Dann müssen hier irgendwo da. Ja, Inventar sieht wieder aus wie Kraut und Rüben. Ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nicht genau. Ich habe mir noch nicht genau Gedanken gemacht, was wir heute so machen wollen. Leon hat auf jeden Fall einiges an Up-Content, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ah, XJ, was geht ab? Vielen Dank fürs Follow auf Twitch. Vielen Dank dir. Farmst du jetzt nur noch Königskarten? Farmst jetzt auch nur Königskarten? Nee, das war jetzt eigentlich so ein bisschen der... Ich hole mir mal den Twitch-Chat nebenan, dass ich den auch im Blick habe. Das war auch so ein bisschen der Nebeneffekt dafür, dass ich jetzt Charmi leveln wollte. Hier besser? Jeder wie er mag. Moinsen, Hypelab. Leon der Macher, voll. Er hatte schon gesagt, irgendwie die Preise sind für Jotun und Baganyamu-Truhen sehr runtergegangen, die er wohl farmt mit Yannick aktuell, deswegen war das wohl schwierig. Ich glaube, wir kümmern uns erstmal darum, ein paar Meilensteinpunkte zu kriegen, um dem Ninja vielleicht eine Schmuckschatulle besorgen zu können. Die kann beim Leveln auch bestimmt gut weiterhelfen. Alter, wir haben 13 Zuschauer auf Twitch. Krass, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Twitch hat mir jetzt übrigens schon in meine, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber mir wird jetzt schon angezeigt, ey, du bist nicht mehr weit vom Affiliate-Status weg. Also vielen Dank für den krassen Support. Ich habe buchstäblich bis jetzt erst einmal auf Twitch gestreamt,
Und ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 30 Followern. Also sehr cool für jeden, der da vorbeischaut. Freue ich mich sehr drüber. So, der Fürst wird jetzt wahrscheinlich abgefarmt sein, bis zum geht nicht mehr. Jo, Mirko, vielen Dank fürs Follow. Gucken wir mal, ob wir einen finden. Wie ein Adam. Vielen Dank dir fürs Follow. Was kostet bei euch ein perfekter Brilli-Dia? Boah, das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe noch nie nachgeschaut. Alter, was geht ab? Togo B. Danke dir. Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Ah, ich habe auch gar keinen Drachensteinsplitter. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der kostet. Dafür müsste ich die Charme jetzt in der Tat... Ey, das ist nicht nett. Henry CTV, genau. Leon sagt's gerade. Ich glaube, ich habe eh noch keine. Ja. Der Sura hat kein Glas des Handels, deswegen kann ich mit dem leider nicht nachschauen. Das ist jetzt noch auf der Charmy. Ach, weißt du was? Ich hole die einfach mal. Ah, ich lasse sie noch im Wald stehen. Weil Yannick hatte eben auch schon den berechtigten Einwand, theoretisch würde es sich sogar lohnen, auch im Wald zu farmen. Und dann könnte man mit der so ein bisschen hinterherlaufen. Kabaeta? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielen Dank dir fürs Follow. Ja, weil dann könnte man theoretisch auch ein paar Mädchen im Wald farmen und die Charmy dann immer hinterherlaufen lassen und so dann auch ein bisschen mitleveln. YouTube Gang, we lit. Bei dem bin ich. Warum war da ein Setau-Kommandant? Egal. 350, boah, krass. Ich habe gute Ablenkung. Ich freue mich, wenn ich dich ablenken kann, Robert, und wünsche dir gute Besserung. Hi, Schleswig-Holstein, was geht ab? Wäre sinnvoll, auf einen Brilli zu sparen, bringt dir am meisten nach dem Rubin. Aber wenn die so teuer sind, vielleicht doch eher auf den Rubin. Cross 187, danke dir fürs Follow. Ich habe keine Alchi an. Hi Dennis. Und hey Keiko, was geht ab? Hoffe, dir geht's gut. Ja, voll. Alles entspannt. Ich hoffe ebenso. Bitte nicht aufs Inventar achten, das ist der größte Saustall gerade. Ah, verflixt. Ich wollte eigentlich noch schnell mir einen Handschuh reindrücken. Vergessen. Hoffe, dir geht's auch gut. Oder euch geht's auch gut. Was treibt ihr so an diesem Montagabend? Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende. Wir gehen mal in die Nefritbucht und schauen da nach Fürsten. Sonny, hey, ich habe mit Mädchen vor ein paar Wochen angefangen, bin dadurch auf deine Videos gestoßen. Machst echt coolen Content. Vielen Dank dir. Bin froh, dass ich dich nicht in die Sucht getrieben habe. Mir fällt übrigens gerade was ein. Ich muss noch ganz kurz den Wiederholungspuffer starten, das wenn was Gutes. Das hatte ich nämlich bisher, ich hatte das mal eingerichtet, aber noch nie benutzt, dass man im Prinzip die ganze Zeit so einen Zwischenspeicher laufen hat und wenn was Interessantes, Witziges, Gutes passiert, kann man einfach Download klicken und dann speichert der die letzten paar Sekunden. Bro, gerade Solio plus 9 mit 42 DS, das sind 35 AW. Hast du selbst gehabt, oder was? Schlangenwaffe auf 10 tryen. Wessen? Cruister, vielen Dank dir fürs Follow. Hey, Henris und Keiko, ich habe beide eure Videos bezüglich den Schnapp des Königs-Event, aber ich verstehe trotz allem nicht, wie
wie ich aktiv Gold schaffen soll. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Sets, wir können ja gleich mal ein paar zusammen spielen. Aber es ist auch in der Tat schwer. Ich hatte bisher, ehrlich gesagt, auch nur einmal genug Punkte und zum Glück mit 5 Sets, deswegen habe ich aktuell 5 goldene Truhen. Aber es ist, ja, das war schon lucky, wie die Fünfen und der König da verteilt waren. Das ist nicht immer so. Alter, was ist das für ein Overload an Effekten? Hola, hi Bloody. The Schmitzi, vielen Dank dir fürs Follow. Nein, ich habe früher schon intensiv gespielt, dann wollte ich im Februar operieren, mir fiel zu Hause die Decke auf den Kopf. Alter, schon wieder Mädchen, was geht ab? Back to the roots. Ja, ein bisschen Nostalgie kann nicht schaden, man muss es ja nicht übertreiben. Hauptsache macht Spaß. Bin ich full? Ach du Banane. So viel Schmu dabei. Immer noch nicht. Oh Gott, ich muss gleich mal aufräumen. Aha, so. FB vergessen, echt? Oh. Ich würde sagen, Übung macht den Meister, man muss dranbleiben, seine persönlichen Taktik entwickeln. Ja, das stimmt. Ich habe das im Prinzip auch. Es gab zwar relativ gute Guides, muss man einfach sagen, aber ich habe mir das trotzdem selbst so ein bisschen angeeignet, wie ich das am liebsten spiele. Samstag und Sonntag jeweils 9 Jotuns gelaufen, brauche Urlaub. Ja, das kann einen schon mal so ein bisschen brechen im Kopf. Mann, das will ich alles nicht wegschmeißen. Warum habe ich überhaupt so viel Mist dabei? Sonny, vielen Dank dir fürs Abo, ich freue mich sehr über den Support. Danke dir. Schmitzi auch, jo. Von allen Seiten. Vielen, vielen Dank euch. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube unterwegs scheinbar. Da war noch ein FB. So, ich wollte aber eigentlich zum Fürsten. Hat sich wenigstens gelohnt. Hi Katzenami, was geht ab? Schön, dich wiederzusehen. Hoffe, dir geht's gut. Und anscheinend werden die Meilenstein-Bosse echt gut abgefarmt. Aber ist halt auch wieder der 15., ne? Könnt ihr mir einen Tipp geben, was für ein Allschi-Ring ich für den Anfang brauche? Bin 95, Vaso-Skills sind auf P. Also es sieht gerade relativ mau aus. Na.
hab mich verklickt. Heute 20 Uhr Invasionsbosse. Du meinst zum Abfarmen oder was? Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was wir heute alles machen. Ich hatte schon mal überlegt. Eieiei, Katzenarmee, kann's wieder nicht lassen. Vielen Dank dir für schon wieder 5 verschenkte Mitgliedschaften. Das ist wirklich irre. Aber ja, Bloody, die Sharingan und Ritchie sagen es schon matt oder klar. Also ich habe selber einen mythischen matten Ring. Das reicht auch vollkommen aus. Und von da aus kann man sich dann hochhangeln. Vor allen Dingen, der mythisch matte Rubin ist schon teuer genug, wenn du den mit genug Werten haben willst. Also Rubin mit AWDSS Dev, die kosten aktuell 70 Won auf Emerald. Das ist wirklich gestört. Ich habe den hier noch bekommen für die Hälfte. Ein Ring mit Widerstand FKS ist für Bosse sehr wichtig. Und FKS, wenn du halt eine Magieklasse spielst. Onyx brauchst du eigentlich nur Widerstand, Crit und Abblocken. Das wäre so optimal. Granat. Als Waffensucher kann ich dir da MP-Absorb sehr empfehlen. Alles andere ist zweitrangig. Ja, Drachensaphir sind die Boni, wenn du gar kein PvP spielst, vollkommen egal. Und Drachenjade wird gesagt perfekt. Das ist TP-Absorb und Doppel-TP, also TP-Prozent und Max-TP-Flat, aber... ich habe jetzt hier keinen perfekten genommen, weil mir das einfach viel zu teuer war. Sondern TPA, TP herstellen und TP Prozent. Es wird allerdings auch oft gesagt, Waffensucher haben schon so viel Lebensdieb durch die Klinge, du brauchst theoretisch kein TP Absorb im Jade. Katzenami, vielen, vielen Dank dir für die 5 verschenkten Mitgliedschaften. Und Felix, Kevin, Mai, oh, sympathisch nebenan, auch am Start. Und Exem, Exim, XT, viel Spaß mit der Mitgliedschaft. Machst heute Drachenruns? Ich habe in der Tat überlegt, zumindest einen zu machen, um die gewonnenen Schlüssel zu benutzen. Ich habe ja eh aktuell ein paar Chars vor dem Raum geparkt. Ich werde mir keinen Push dafür holen, aber wir können es einfach mal probieren. Und hoffen, dass wir da ein bisschen was an Geld mitnehmen. Ich bin einfach full, ey. Ich glaube, ich muss erstmal in die Stadt und aufräumen. Ja, finden hier eh keine Meilensteinbosse, sind gerade zu sehr abgefarmt. Ich muss hier Web überholen, du musst hier gar nichts. Fühl dich bitte nicht gezwungen, hier irgendwas auszugeben. Ah, wir können auch gleich noch mit den 61ern die Cores farmen gehen. Was kosten eigentlich Mondsteine gerade? Wir hätten auch noch mal einen plus 9er Try auf die Klinge. Das kriegt eh der Ninja. Das kriegt auch der Ninja. Das nicht, das darf er gar nicht haben, aber das. Übrigens, haben wir hier einen Neustarter? Haben wir hier Leute, die noch relativ neu in diesem Game sind und gerade... Das war aber sehr sus. Hi Kellers. Sorry, gerade erst gesehen. Yannick, moin Henny. Was geht ab? Lyriker von Weltrang. Moin, ich wollte auch wieder anfangen. Was meinst du, lohnt sich mehr Tigerwurst oder Emmerland? Die Abo-Kosten bei Emerald sind mir egal. Dann Emerald. Alleine schon durch den Premium-Offline-Shop, den du hier hast. Das ist einfach so ein unfassbares Quality of Life, das möchte ich nicht missen. Und abgesehen davon, ja, hast du halt rund um die Uhr Events. Auf Tiger Ghost hast du auch Events, aber halt immer nur abends. Muss man da bei deinem Pet ein Proteinhappen geben. Ja, stimmt, der hat noch einen Tag Laufzeit, ja. Mach ich morgen. Ich werde es eh vergessen. Aber mach ich morgen. Ah, halt, die Kostüme.
Ah. Warte mal, das kann ich nicht lesen. Alba Style, vielen Dank dir fürs Follow. So, Moment. Oh, ich habe ja voll den Twitch-Chat vernachlässigt. Aufräumen kann man auch später. Also, wenn der Fünfer mies liegen. Schön Livestream als Podcast hören bei der Arbeit. Ah, du bist. Ah, okay. Da, halt. Weil die Nemera-Eier habe ich gestern aufgehoben, die hat jemand weggeschmissen. Deswegen, warum soll man die nicht einfach weitergeben? Ich habe irgendwo noch eins. Wird bei Saphir trotzdem drei Boni empfehlen, ist beim Farmen von Vorteil. Beim Farmen? TPA für Vase auch nicht wirklich notwendig. Ja. Könnte ich als Schamane auch alles solo machen, außer Runs? Theoretisch schon. Du brauchst halt nur deutlich mehr Equipment, was halt um den Schaden raus. Gestern Mondsteine bis 3 Won gekauft. Alter. Ja, die sind auf einmal, also das war so ein bisschen die Hoffnung, aber die sind zum Glück so sehr gefallen. Hab neu angefangen, beziehungsweise am Wochenende. Luden, wie heißt du? In-game? Das. Zack, zack, zack. Kriegt dann noch meine Smuggies und dann ab dafür. Noch ein XP-Ring. Ach, da ist das zweite Nemerei. Haas, Moin Meister, verkaufst du Switcher? Jawohl. Einige sogar. Also, der Ninja hat noch 12, Sora hat noch 2. Hi Smokesam, was geht ab? Noch nie so volles Inventar gesehen. Sorry. Vor Kauf haben wir jetzt entschieden, auf 75 zu machen für Devil Cutter. Ah, okay. Seit gestern auf Emerald. Ja, ich räume jetzt hier gerade erstmal einfach mal. Der Ninja muss jetzt leider erstmal alles hinkriegen. Ich habe jetzt hier keine Lust irgendwie zu jonglieren. Räume ich später auf. So. Baba Beutlin, geiler Name, vielen Dank dir fürs Follow. Wie viel kostet ein Switcher? 15 Millionen mache ich die aktuell noch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die sind sehr selten. Deswegen war ich immer kurz im Überlegen, ob ich die teurer verkaufen will. Aber ich habe die gestern noch, habe ich noch 4 Stück für 15 Millionen verkauft. Ich habe ein HTA plus 9 mit 15 Feuer, 15 Wind. Wie viel gewährt? Oh, das ist schon nicht verkehrt. Wenn man rein auf die Dev gehen will. Feuer und Wind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Preise aktuell sind. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. Wenn ich jeden Schmutz mitnehme, ist auch klar, dass mein Inventar immer voll ist, ey. So, okay, dann kriegt der Ninja auch die Tränke. Zumindest die roten, die blauen braucht er nicht. Ich habe übrigens das Moni-Event gefarmt. Kappa. So. Nenn mich random. Vielen Dank dir fürs Follow.
Ihr seid teilweise echt kreativ mit euren Namen, das muss man euch lassen. Ich habe mich übrigens noch nicht entschieden, ob ich die Shami mit dem Sora oder mit dem Ninja verheiraten will. Was meint ihr, wäre da cleverer? Ah, das muss ich auch verkaufen. Haben wir sonst noch was? Nee, das sieht alles sehr wertvoll aus. Weg damit. So. Alrighty. So. Devil's Catacomb, beste Autohand-Map für Königskarten. Ach, krass, echt. Cool, weil ich glaube, ich fange auch an, mehr Doppeldrop in bestimmten Bereichen. Ne, auf Emerald nicht. Das ist ein Tiger Ghost-Ding und Azrael-Ding, glaube ich. Manu, moin Henny, was geht ab? Schön, dich zu sehen. Ist aber auch schwierig, Switcher oder Adder loszuwerden als Anfänger, weil kein Pfand. Ja, das stimmt natürlich. Hab wegen dem Battle Pass angefangen auf Emerald und jetzt erst realisiert, dass er gar nicht mehr da ist. RIP. Ich hab's. Also einen. Der war noch 10. Nee, warte, wie lange war der noch da? Kreativ, 495. Vielen Dank dir fürs Follow. Oh, wir haben die 50 Follow-Marke erreicht. Sehr nice. Guten Abend. Würdest du mir den Tali switchen? Komm eben rüber, ja klar. Und hi, nenn mich random. Guten Abend. Wenn du irgendwann Hydra machst, dann mit Ninja. Warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Sag mir nur, wie du heißt, Haas. So lange beschäftige ich mich hier mit Leon, weil der Kollege will auch ein bisschen was liefern. Jo, was geht ab? Ninja wegen Hydra dann. Ja. Falls das noch nicht klar war, wir machen gerade ein Projekt eigentlich, wo wir den Ninja hochziehen wollen mit der Shami zusammen, die ihr eben kurz gesehen habt, um erst den Nemere und dann den Hydra zu schaffen. Erst so, dann so. Was meinst du? Komm aus dem roten Name Königskarte. Ah ja. Mit beiden Polygamie und so. Ach so. Ach, okay. Ja, boah, ey. Wenn ich immer so zwischen den Themen springe, dann vergesse ich selber, was ich gesagt habe. Wegen heiraten. Ja, sorry. Stimmt, wenn du irgendwann Hydra machst, dann mit Ninja. 7 Versuche. Ninja wegen Hydra. Okay, ja, sorry. Das war jetzt meine eigene Verplantheit. Dass ich vercheckt habe, was ich eigentlich selbst gefragt habe. Drei sind leider nicht handelbar. Schade. So, ja, der Kollege Leon würde gerne seinen Zodiac-Bogen mit 47 DSS auf plus 9 ziehen. Für ein Schulterband, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wenn es auf plus 9 klappt, dann laufe ich damit weg, denn das kann der Ninja für die Hydra sehr gut gebrauchen. So. Baba Bogen, ja, voll. Henry, bist du Single? Ich hätte Interesse. Nee, leider nicht. Also, in-game ja. Was sagst du zu Haze? Konsumiere ich nicht. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin zu alt für den Mist. Würde erst Sura und wenn du Hydra packst, dann halt Ninja. Wenn Bogen plus 9 geht, lock bitte nicht aus. Nee, nee. Ein DSS zu wenig für 12. Ich weiß nicht, ob es ein 25%-Band ist, aber einfach Schmiede drauf. Bin froh, dass meine jetzt plus 9 ist. Ja, du sagst 10 Versuche, ne? Habe ich gesagt, leider nicht. Ich meine natürlich, ich bin glücklich vergeben. Glücklichst vergeben. Viel Glück für den Abversuch, mach Ton auf laut. Irgendwie, warte mal, ich muss die Game-Audio von Mädchen noch einfangen. Sagt mir mal, warte mal, Game-Audio.
Weil aus irgendeinem Grund hat das nie geklappt. Ich habe das schon mal versucht beim Appen. Aber eigentlich müsste das. Ach so, wahrscheinlich ist das in den Aufnahmen nie drin. Habe ich dafür. Doch. Eine Kurve dafür ist ausgewählt. Jetzt Streamer lag? Ja, für Leon auf jeden Fall. So, aber ihr hört das, ne? Den Sound. Ja, nein, eins in Chat, wenn ihr es hört, zwei, wenn nicht. Nee, wirklich nicht. Und jetzt? Okay, ah, dann war anscheinend die Audiospur, die ich ausgewählt habe für Game Audio, war nicht in den Stream übertragen. Gut zu wissen. Okay, danke euch. Ja, sehr schön. Wieder was gelernt. Ich mache das zum Glück nicht professionell, den Quatsch hier. So, dann schauen wir mal, ob wir dem Kollegen hier weiterhelfen können. Übrigens, er hat gesagt, jeder magische Stein, der am Ende noch übrig ist, geht dann am Ende auf unsere eigene Klinge. Nummer 1. Autsch. Hey, aber ich habe ein Chor. Nice. So. Egal, wir haben ja noch 6. Der hier klappt bestimmt. Nummer 2. Auch nicht. Ist zum Glück alles schon bezahlt. So, komm, einfach mal klappen, damit der Kollege hier nicht komplett auf blank ist. Nummer 3. Auch nicht. Klapp einfach, ja, echt. Nummer 4. Was geht ab? Habe ich das jetzt gedownloadet? Ja, nice. Wie schnell? Ja, voll, ne? So, Firma da. Rechnung bitte an Henris. Hab's nicht gesehen. GZ. Kann man doch mal gönnen, würde ich sagen. Ach, das war kein Scherz, dass ich das jetzt auf die Klinge ziehen darf. Jetzt noch Klinge, Henris, der neue Dorfschmied. Ich habe ja selber noch einen magischen Stein. Okay, dann muss ich den Sound wieder anmachen. So. Boah, das ist aber ganz schön laut, glaube ich. Dann schauen wir mal. Autsch. Okay, der erste nicht. Aber da sind ja noch zwei dabei. Ah, auch nicht. Egal, einen haben wir noch. Kontaktverbot. Vielen Dank dir fürs Follow. Und Nummer 3. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Einen habe ich noch. Warte, was kosten Mondsteine gerade? Ich habe ja selbst noch einen.
ausloggen, Stream Ende. Ist jetzt zu spät leider. Sad, ja. Ja, aber Hauptsache für Leon hat's geklappt. Also ich wäre trauriger, wenn jetzt der Bogen 7-mal gefailt wäre oder so. Muss der Sound so laut? Ja, sorry, ich hatte das ein bisschen. 3 Tries hätte ich noch. Alter. Wo hast du das? Das Geld denn her? Okay, wir haben noch einen Try. Okay, machen wir Lautstärke mal auf. Nicht ganz auf Anschlag. So. Nummer 4. Nicht lang schnacken. Abfahrt. Menno. Dann muss ich Charme doch rausholen. Mating-Community wirklich gut, muss man sagen. Ach, alles easy. Unsere Community ist vor allen Dingen sehr geil. Ach, da. Stimmt, switchen wollten wir auch noch. Ich hab doch irgendwo... Da. So. Ich komme hier gar nicht zum Farmen, wenn das so weitergeht. Hätte gerne einfach nur Insekten 2 von Max. Okay. Na, ich zeig dir einfach jedes Mal. Nummer 1. Wüste, Sturz, Erdwiderstand, Verteidigung, Krallen. Okay, Nummer 2. Sturz, Verteidigung, Wüste, Zodiac, Ohnmacht, leider nicht. Habe ich noch Switcher hier? Sonst muss ich den Ninja holen. Okay, hier nimm schon mal. Hi Space Jumper, schönen Abend. Hoffe, dir geht's gut. So. Jetzt ist hier natürlich unaufgeräumt. Es ist ein Trauerspiel, ey. Na, der hat jetzt keinen Sprachenring. Okay, wir sind bei 2 Switchern, das ist jetzt Nummer 3. 15 Insekten. Nice, scheint gut zu sein. Vielen Dank. Mein VMS auf plus 8 auf dem Schmied hat auch fehlgeschlagen. Autsch. Wer macht denn sowas? Eigentlich müsste ich doch mittlerweile auch spenden können, oder? Nein. Danke, gerne, gerne. Ich danke dir. Hau deine restlichen Switcher auf den Bogen oder Dolche. Wenn du was drehst, hast maximal Gewinn und Progress. Was? Ja, die Frage ist, was?
Bogen. Drei Won waren Mondsteine. Holy moly. Ach, das ist der falsche. Hau rein, brauchst du für einen Drachen. Na gut. Na gut, na gut. So, mehr Won habe ich leider gerade nicht am Sucher. Hendris, hast du für Sucher Windequipment eigentlich, ja? Alles schon weg? Ach, scheiße. Okay, damit hat er jetzt wie viel? 4, 7. 7 Fails. Mit meinem schon 8, ne? Boah, Wahnsinn. Schade, schade. Ja, wenigstens deinen Bogen hast du bekommen. Das ist erstmal das Wichtigste. Meinst du, ich kann mir das mal die Tage leihen, um auf 100 zu leveln? Also das Windequipment, was ich mir jetzt neu gekauft habe für den Ninja, das brauche ich natürlich selbst, aber Sura-Equipment habe ich bestimmt noch. Wobei kein Sura-spezifisches. Also ehrlich gesagt, meine Rüstung gebe ich ungern raus. Und der Helm hat keinen Wind. Ansonsten ist das alles normales Equipment. Was brauchst du denn? Kann man Chars eigentlich zu jeder Zeit löschen? Ich glaube nur bis 75, genau. Hau rein, brauchst für einen Drachen. Apropos Drache. Aber wenn ich jetzt einen Drachen laufe, muss ich die Charmi ausloggen, dann kommt die doch aus dem Wald raus. Wir gehen mal kurz ein paar Mondis farmen. Mondis, was erzähle ich denn? Kors. Ach stimmt, kannst du eh nicht tragen, ja. Wenn dann Kette, Armband, Schuhe. Aber gut, dann hat sich das erledigt. Ja, aktuell leider nicht. Aber wenn Ninja und Charmi erstmal durch sind, also fürs Wochenende könnte ich es dir geben, weil Autojagd hält eh noch bis Freitag. Bis dahin will ich noch einiges geschafft haben. Level an Mädchens. Ja gut, der Ninja wird ja wahrscheinlich eh da laufen. Ich weiß nicht, allerdings nicht, wie viel Schaden der Mädchen machen wird. Wir können es gleich ehrlich gesagt mal ausprobieren. Also gegen Ende. Heute wird es wahrscheinlich nicht so ewig lange da gehen wie üblich. Also so 2,5-3 Stunden maximal. Und dann können wir gegen Ende mit dem Ninja mal in den Wald gehen und gucken, was der da so für einen Schaden raushaut mit dem Kram, den wir bisher zusammen haben. Dann lasse ich den vielleicht einfach über Nacht laufen, zusammen mit der Charmi. So, du brauchst aber bestimmt noch. Ja.
Hi Kenny, guten Abend. Charles, kannst du auch über 75 löschen? Das war auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall mal irgendeine Grenze. Hat die eigentlich noch Tapfies? Ja. Verstehe ich das richtig? Du willst die Hydra Solo nur mit Ninja killen, ohne den Vaso und ohne VWK? Ohne VWK habe ich nicht gesagt. Wir wollen die auf jeden Fall so aus eigener Kraft schaffen. Aber Ninja und Sura sind ja sowieso auf einem Account. Das heißt, ich kann die gar nicht zusammenlaufen lassen. Aber Ninja soll mit einer Shami zusammen erst den Nemere und dann die Hydra irgendwann packen, ja. Lass den Bruder die zwei Tries machen für dich. Wie viel Feuerdev braucht man, um Autojagd im SD2 laufen zu lassen? Autojagd im SD2 60, glaube ich. Also als Waffensucher eher 60. Ja, 60 bis 75 sollte hinkommen. Alter Schwede. Die Grenze gibt's nicht mehr. Hatte auch mal Just for Fun Ninja auf 95 dann gelöscht. Ach krass. Jesus. Das ist echt gut zu wissen. Guten Hunger, Venom. Meinst du packst das noch dieses Jahr? Boah. Also im Mai wird wahrscheinlich auf jeden Fall erstmal nicht ganz so viel Content kommen, weil ich ja wie gesagt umziehe. Da haben wir viel vor. Ah, nice. Hat die einen Handschuh? Ja. Gut, dass ich solche Sachen immer rechtzeitig überprüfe. Aber ja, es ist halt schwierig zu sagen. Das Gute ist, alles was wir uns mit dem Sura bis zum Drachen, weil das war ja komplett pushfrei, gekauft haben, das können wir ja auch benutzen. Also Sachen wie Kette, Armband und so, das ja schon relativ gut ist. Vielleicht sind die Equipment-Teile schon gecovert. Aber es fehlt auf jeden Fall noch einiges an Alchemie. Und deswegen bin ich gerade die ganze Zeit am überlegen, wie ich es jetzt am schlauesten angehe. Ob ich den Sura erstmal voll weiter nach vorne bringe, damit ich schneller das Geld zusammenfarmen kann. Oder wenigstens den Ninja schon mal aufbaue für Nemere, weil das ist ja auch sehr lukrativ. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich immer das mache, worauf ich gerade Bock habe. Also ich hatte den Ninja, er hat fast eine Woche gebraucht, um durch die Grotte zu kommen. Weil halt Ostern war und ein paar Tage Pause und so. Danach hatte ich erstmal keinen Bock drauf. Ja, Shami musste dann aber irgendwann hinterher. Wäre schon sehr optimistisch. Ja, das glaube ich wohl. Wir starten halt zum Glück nicht von null. Also das könnte unser Vorteil sein, dadurch, dass wir einen guten Sura-Farmer haben. Aber müssen mal gucken, wie es läuft. Ich will mir da ja auch ehrlich gesagt gar keinen Stress machen. Also ich mache halt so, wie ich Bock drauf habe, wie wir es schaffen, und ich habe ja keine Deadline gesetzt, zum Glück. Vor allem die Bios werden limitieren, ja. Ah, stimmt, vielleicht können wir. Ne, Moment. Ne, der Ninja ist schon an den Fluchsammlungen dran. Aber es dauert halt trotzdem ewig, ne? Kannst du deine TEQ zeigen? Also es ist im Prinzip einfach nur ein Sammelsurium von Zeug. 19% Band, Vollmondschwert 30 DSS, ein Helm plus 8, einfach weil der mir mal gegeben wurde. Rüstung plus 9, 34er Rüstung plus 9. Schlachtschild plus 9. Tali macht in meinen Augen am meisten aus, also diese 50% bei den Monstern hier, das macht halt super viel aus. Und so ein bisschen Widerstand gegen Dunkelheit auch. Ja, Evis plus 8 blank, HTK plus 6 blank,
HTA plus 6 Lederstiefel, also im Prinzip den und den 61er Sura habe ich jetzt so ausgestattet, dass ich immer möglichst wenig Equipment von A nach B schieben muss. Weil mir das immer so ein bisschen lästig ist. Vor dem Dritten Weltkrieg einmal Hydra laufen wäre nice. Ah. Da will ich keine Prognose abgeben, an welchem Datum das ist. Mach deinen Sura, dann hast du eine sichere Young-Quelle, schreibt Hades. Aha. Ja, stimmt natürlich. Also, meine Motivation, den Drachen zu laufen, ist nicht immer so hoch, weil ich halt wirklich auch dann teilweise bis zu 30, 40 Minuten pro Run brauche. Und meine Zeit ist halt auch wirklich etwas begrenzt. Vor allen Dingen, wenn man parallel auch noch Videos schneidet, ne? Ich hatte jetzt, so viel kann ich schon mal verraten, morgen 14 Uhr wird der Drachenguide kommen, so quasi als Abschluss von Projekt Avatar mit Equipment-Show und allem. Und allem, was ich da im Prinzip so für Learnings rausgezogen habe aus diesem Projekt. Aber eigentlich wollte ich Samstag, weil aktuell Fischtruhen und so, die sind so viel wert, dachte ich mir, okay, Samstag mal Stream, 4 Stunden einfach angeln, du hast eh nichts zu tun. Scheiß aufs Wetter. Nein, ich war dann auch ein bisschen draußen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gar nicht gestreamt und auch keine Sekunde geangelt, weil ich mich fast den ganzen Tag mit dem Guide, mit dem Video auseinandergesetzt habe. Das war echt aufwendig, weil ich mir richtig Mühe geben wollte, so viel Mühe wie möglich. Und deswegen habe ich dann erst abends das Video fertig bekommen und keine Sekunde selbst gespielt, weil ich halt die ganze Zeit mit dem Video beschäftigt war. Deswegen, wenn ich die Videos nicht machen würde, wäre es wahrscheinlich doppelt so schnell mit dem Hydra schaffen. Aber wenn man das die ganze Zeit noch festhalten will und einquatschen will und Videos daraus machen will, dann kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Wie wäre es mit einem Handelsprojekt wie früher? Boah, nee, gerade nicht. Vielleicht werde ich jetzt, wenn wir mit dem Main wieder die... Also die Shami hat noch 1,5 Tage den Shop. Und wenn wir mit dem Main... Wir können wieder so eine Handelssession hier auf Emerald reinsetzen. Aber es ist so schwer auf diesem Markt. Aber ich mache nicht noch ein zweites Projekt auf. Dafür fehlt mir wirklich die Zeit. Ich wollte auch... Eigentlich versuche ich immer montags einmal die Woche noch ein Satisfactory-Video rauszubringen. Weil ich auf dieses Spiel auch mega Bock habe. Aber ich habe es einfach nicht geschafft letzte Woche. Keine Zeit gehabt. Drache fuckt noch mehr ab wie Nemere, ist halt free und durch den 4-Stunden-Cooldown auch recht entspannt. Ja, das ist das nächste Ding. Drachenraum-Eintritte sind gerade so unfassbar teuer. Das ist wirklich Wahnsinn. Hydra wird schneller fallen, als uns lieb. Es ist doch cool, wenn die lange Reise zu Ende geht, werden wir uns wünschen, dass es länger gedauert hat. Ach, das nächste Projekt kommt bestimmt. Aber mal schauen. Vielleicht brauche ich danach auch mal ein anderes Spiel, wer weiß das schon. Wieder da, hoffe hat's geschmeckt. Mach dein Sura, hast du eine sichere Young-Quelle, ja. Du arbeitest ganz normal 40 Stunden, ja. Get Pablo. Einmal Mädchen, immer Mädchen, bis die Server down sind. Sagen wir, ich bin bisher noch immer zurückgekommen. Schon viele Splitter hier noch auf Halde. Sehr schön. Können wir die morgen
auch direkt mit, direkt einlösen. Projekt PVM Heil, Xiaomi vs. Alastor. Ach du Banane, boy. Manche Leute wollen mich echt leiden sehen. Ist dann irgendwann auch zeitlich echt mies eng. Also zu der Wahrheit gehört auch, dass ich sehr viel Homeoffice machen kann. Das heißt, ab und zu mal irgendwie, weiß nicht, Autojagd oder sowas stellen. Das macht zumindest das Leveln möglich während der Arbeitszeit. Dass man dann ab und zu mal den Rechner im Blick hat. Aber ja, das stimmt. Jeder Tag hat nur 24 Stunden, ne? Emeralds und sonst nichts mehr. Ja, das macht dann auch einfach, das ist zu viel. Wenn man parallel zu viel laufen hat, dann kann man sich auf alles nicht konzentrieren. Und ja, ich will da nicht mir selbst den Spaß am Spiel verderben, indem ich es übertreibe. Hi Logic, hätte eine kurze Frage. Was meinst du, ist aktuell der effizienteste Weg, das Event noch mitzunehmen? Map 2 einfach abfahren oder schafft man auf die Schnelle Equipment für zum Beispiel Spinnen-Dungeon aufzubauen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Lage gerade im Spinnen-Dungeon ist, ob es dann nicht auch zu voll ist. Auf die Schnelle. Mit einer Jungheldenwaffe vielleicht, ja. Probier es einfach mal, ja. Also es kommt natürlich immer darauf an, auf welchem Stand du gerade bist. Also jetzt auf die Schnelle noch da was zusammenkratzen, ist schon schwierig. Aber wenn du sowieso schon quasi Rüstung und sowas hast und brauchst vielleicht nur noch ein bisschen Feuerdev, sollte es gehen. Hab zwei Won. Das ist schwierig. Ich glaube, das wird nichts. Erstmal einen Tee. Tempel, stimmt, könnte eine Idee sein. Und ja, im Zweifel, also Map 2 ist natürlich besser als nichts, ne? Also jedes Set, was man mitnehmen kann, ist besser als ohne Set. Captain Anek, vielen Dank dir fürs Follow. Handschuh, hast du noch Tapfies? Ja, okay. Ach, jetzt habe ich die Daily nicht abgeholt bei der Dame. Besten Sodikbogen plus 9 von Knüppler. Schulterbank ist safe, richtig gut. Warte mal, hab ich irgendwas. Achso, da. Hab's übersehen. Kann mir jemand das mit den Schulterbändern erklären? Welches Item? Schulterbänder sind meistens dazu da, um den eigenen Schaden zu pushen. Und da kommt es halt auf die rohen Statuswerte an. Und deshalb nimmt man in aller Regel Bögen dafür, weil die halt so einen massiv hohen Angriffswert haben. Die Einsteigervariante wäre ein Phönixbogen, weil der auch stark gegen Monster hat. Und dann je höher halt, desto mehr Angriffswert. Und wenn man dann irgendwann im höheren Level ankommt, dann geht man aber auf DSS-Bögen. Also Zodiac, genau. Oder halt Schlangenbogen, je nach Preissituation, kann auch eine Alternative sein, weil die auch wirklich, wirklich viel Angriffswert haben. Was ist denn jetzt schon wieder das Sea-Event? Kuss auf Bein, hey, was geht ab? Warst doch am Anfang auch schon da. Höllenturm-Challenge, was ist... Ach, boah, es gibt so viel Zeug in diesem Spiel, was ich gar nicht kenne. Sea-Event ist OP, musst du direkt mitnehmen. Das beste Event für Won machen. Ach krass, ich dachte, Schnapp den König ist das beste Event.
Warum alles full? Jesus. Geht nicht mit deinem Level. Echt? Sehr Event Kanzanga Plus rauskommen. Da muss ich mal auf YouTube schauen, weil das kenne ich wirklich gar nicht, das Event. Bro, was ist hier los? Ich glaube, wir gehen einfach mal hoch, oder? Und Kick. You know me. Hey, schön dich zu sehen. Kommt aber auch mal, was man für ein Klasse spielt. Bei Magieklassen wird dann magischer Weg gebraucht. Ach so, für das Schulterband, ja. Das stimmt. Maverick hat letztens erst einen relativ dicken Vergleich gemacht, was FKS-Waffen angeht, im Schulterband. Ich glaube, er hat sich irgendwie einen VMS geholt und das verglichen mit seiner Drachenzahnklinge, glaube ich. Doch, aber schwer lohnt meiner Meinung nach mit vielen Chars gleichzeitig. Ja gut, da bin ich eh raus, da habe ich keine Lust drauf. Das kann da jetzt nicht so schwer sein, hier eine Kammer zu finden. Aha. Besser SD3 für Typ 4 Monster. Ich weiß überhaupt nicht, was das Seher-Event ist, wie das abläuft, was das für Anforderungen hat. Damit geht's schon mal los, deswegen könntet ihr mir jetzt alles erzählen. Können wir sagen, macht den Level 100er und kloppt Windhunde. Hat der auch keine Doch, hat er wohl. Weiß leider nicht genau, wann es kommt. Ja gut, das ist ja eigentlich immer so. Wann war es denn das letzte Mal? So, da haben wir doch schon 20 zusammen. Im Meeting gibt es Windhunde. Habe ich gesagt Windhunde? Irgendwie habe ich es heute nicht so mit dem Reden, ne? Ich meinte natürlich Rottweiler. Das ist der Tee. Ich habe noch gar nicht getrunken. Der ist viel zu heiß. Vielleicht der Geruch.
glaube erst im August, aber man kann sich gut vorbereiten. Okay, dann sollte ich mir wirklich mal reinziehen, was das ist. Ich habe übrigens mal eine Frage an euch, wo ich euch gerade hier habe. Ich wurde jetzt die Tage auf Discord angeschrieben und gefragt, nach dem Motto, ey, ich sammle jetzt gerade fleißig Cores. Ist zwar dann quasi nicht dein typischer Content, aber ich würde dann mal so mehrere tausend Cores aufmachen. Gucken, wie viele Antike da rauskommt und du darfst sie dann appen. Und kannst daraus ein Video machen. Findet ihr sowas interessant? Also ich weiß, dass es halt eine große Sparte an Alchemie-Appen gibt auf Medien 2, halt, weil das halt einfach dieser Gamble-Content ist. Also switchen, segnen und Alchemie, das ist ja so quasi das magische Dreieck in Medien. Die Frage ist, würdet ihr euch sowas reinziehen, wenn ich quasi für jemand anderen was mache? Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn ich jetzt für Leon den Zodiac-Bogen appe. Also er gibt mir das Zeug und ich ziehe es dann quasi vor laufender Kamera drauf. Nur da wäre es dann halt mit Alchemie. Verborgener ist er eskaliert, ja gut. Der ist da sowieso immer. Sagen wir mal, wenn du auf Wikipedia Min-Maxing eingibst, dann kommt verborgener Bild als Ergebnis raus. Also sei es jetzt da sein Mondi-Event oder der hatte, glaube ich, auch mal. Hat er wie viel Cores? 5000 oder sowas? Hatte der auch aufgemacht? Also das ist wirklich irre. Daniel, wie viel Feuer brauche ich mindestens, um den Körperkrieger-Spinnen-Dungeon auf 75 zu leveln? Als Körperkrieger würde ich sagen, so Richtung. Also, ja, natürlich immer je nach Equipment. Du brauchst halt auch Grundverteidigung. Sonst bringt dir die Feuerdef nur bedingt was. Aber ich würde mal so schätzen, mit 75 Feuerdef bist du safe. Als Körperkrieger. Weil als Waffensucher brauchst du weniger. Aber. Du hast halt schon die Klinge, du hast die Rüstung, du hast die Furcht. Manche Leute haben echt keine Manieren. SEA-Event war 2023 vom 22.05. bis 9.06. Ah, das ist ja nicht mehr weit weg. Also ich würde es mir nicht anschauen. Ich sag mal so, also es ist wirklich. Wahrscheinlich werde ich es trotzdem machen, weil so eine Art von Content ist halt auch so ein schnell geschnittenes Video. Das ist ja wirklich kein Aufwand. Am 20.05. habe ich Geburtstag. Ach so, ich habe schon wieder eine Nachricht überlesen. Genau, aber schön, dass ihr euch immer gegenseitig helft. Beziehungsweise Leon ist hier als Chatbot aktiv. Ich bin eh schon fertig. Alles gut. Danke dir. Aber Nuset sagt natürlich, mehr Content ist immer gut. Ja, es wäre natürlich sehr leichter Content. Also das wäre dankbar. Ich komme. Ach, jetzt sehe ich es erst. So.
gehe jetzt wieder auf meinen Sura. Und der erste, also auf den Main. Und der erste von euch, der mich anhandelt, kriegt ein Nemerei. Channel 4 Lager. Kommt auf jeden Fall vom neuen Battle Pass, ja. No Mercy, vielen Dank dir fürs Follow. So, was machen wir als nächstes? Können wirklich mal versuchen, mit dem Ninja im Wald ein bisschen zu spielen. Dann mache ich die, Meilensteinpunkte einfach morgen. Der Laden steht ja noch. Da hat einer Bock auf. GZ. Also, da machst du gar nicht mehr. Aktuell nicht, weil die Shami noch nicht auf 100 ist. Aber da war ich eben dabei. Die ist jetzt auf 96 und sobald die 100 ist, kann ich den Rasador farmen. Das wäre natürlich tiefenentspannt, weil beim Drachen ist halt immer so noch eine kleine Glückskomponente dabei. Beim Rasador wäre das nicht das Problem. Das heißt, da könnte ich schon mal zwischendurch Easy Money mitnehmen, aber dafür muss die Charme jetzt erstmal noch 4 Level machen. Aber ja, Teleringe für mich farmen. Ich glaube, ohne Heldenmedaille schaffe ich die gar nicht. Aber wir können es zu zweit probieren. Ist auch mit Charmy Leveln ja ist immer so nervig, ne? Ich glaube, wir haben mit. Ja, wir können gucken, ob wir eine finden. Habt ihr zum Glück schon auf 110? Ja, 100 würde mir erstmal reichen, weil dann könnte ich in den Nemerer irgendwann, also das wäre schon mal ausreichend. Und Rasador farmen, das ist halt so der Hauptaspekt. Viel interessanter. Ist, ob die dann noch auf 105 muss, weil ich habe gesehen, ich glaube N1 hatte bei seinem Hydra-Guide seine Charme auf 105, weil die Hydra-Truhe, die quasi am Ende die goldene Schatztruhe als Belohnung ist, auch 105 ist. Wahrscheinlich ist es dann, wenn man da direkt am Level dran ist, am besten. Gucken, ob ich hier zufällig eine Spinne finde. Ich bin überzeugt, wir werden GTA 6 vor dem neuen Battle Pass haben. Es ist Wahnsinn, wie schnell die das Prinzip Battle Pass hier in diesem Spiel über den Haufen geworfen haben. Blitz. Hat der Server Battle Pass? Findet ihr nicht? Ne, aktuell nicht. Kannst du lange suchen. Leider nicht. Hab eine.
bin mal gespannt, ob das reicht. Aber zu zweit müsstest du es eigentlich machen. Du machst ja jetzt auch nicht gerade wenig. Reicht 34 Blitz für den Drachen. Also als Waffensucher schon. Es ist manchmal in der Tat ein bisschen tricky, aber ich habe leider noch keine Blitz-Def im Helm. Ich will mir aber eh einen mit Angriffswert holen. So, sieht man eigentlich die Blutung irgendwo? Oder muss man das raten? Na, jetzt ist es auch egal. Ach so, ich kann euch helfen. Auf den Po zoomen. Wollte man 60er Sora-Helm drehen für Halbmenschen Johara und dann 15 bis 20 Teufel. Ach, da braucht man Halbmenschen. Ich frage mich schon, warum das auf diesem Server, wo so wenig PvP gespielt wird, überhaupt so ein Ding ist. Hab das Nemere einmal schlüpfen lassen und ist Typ 3. Kann man damit arbeiten? Schwierig. Also es ist natürlich besser als Typ 1, aber ich würde das jetzt nicht komplett hochziehen. Kein Telering. Wah, nimm den Passierschein mit. Die sind gerade unfassbar teuer. Und Leute, immer DSS checken. In einem der zukünftigen Videos werdet ihr sehen, warum. Immer Boni checken. Ach, wir finden schon eine. Die respawnen ja auch. Ansonsten müssen wir mal in den Roten Wald oder so. Hast du einen Seelengürtel plus 8? Ja, seit gestern. Ah, hier ist Futsch. Channel 1 ist auch nix. Hä? Waren wir nicht Channel 4 gerade? Ne, wir waren Channel 6. Moin, Hadde. Gerade nach Phönixbögen gesucht für Bänder sind einfach zwei Won für plus 0 und dann sehe ich plus 4 verkauft der gute alte Remi einen für 33 Millionen. Ja, aus irgendeinem Grund gibt's. Ich weiß nicht, ob es einfach keinen auf dem Markt gibt. Also zwei Won ist definitiv viel zu viel, aber der Markt ist wahrscheinlich einfach leer. Ist einfach schwierig gerade. Aber es ist ja gefühlt bei allem so. Jetzt habe ich schon wieder Kick bekommen, ey. Ich krieg hier die Krätze. Was ist denn los heute? Sind die Server so überlastet, weil alle wegen dem Schnapp den König-Event spielen?
Halt durch, Venom. Segis bringen mich momentan in Armut. Ja, die sind auch durch die Decke geschossen. Das war wirklich krass. Aber Zen-Bohnen auch. Zen-Bohnen sind unfassbar teuer gerade. Also eigentlich ist das alles gerade teuer. Ich habe den Faustbug. Ich komme nicht rein. Könnte noch ein bisschen dauern. Ach ja, und sonst so. Hast du einen Tipp für den Anfang, um Young zu machen, wenn aktiv spielt? Schnapp den König-Event. Gerade läuft so ein Event, wo du Königskarten sammeln kannst und das ist sehr, sehr lukrativ. Gerade für den Anfang. Und ansonsten, je nachdem auf welchem Server du bist, halt unterschiedlich. Auf den Event-Servern Events mitnehmen, also Ruby, Chimera, Quatsch, Ruby Emerald oder Tiger Ghost. Und ja, ansonsten, Angeln ist gut, Erzen ist gut, so die Klassiker, Course Farm. Man muss sich halt dann überlegen, worauf man davon Bock hat, von diesen Optionen. Markt geht momentan wieder runter. Echt? Also, Gefühl, ja gut, ja. Nee, ich fühl's noch nicht. Habe ich versucht, aber mit zwei kann ich nicht farmen, weil alles voll ist und die einen töten. Echt? Tiger Ghost. Erz mit einem Char. Ja, so wie du Bock hast. Also ich würde mit mehreren Erzen und du kannst dir ja mehrere Influencer-Codes geben lassen für Tiger Ghost. Angeln lohnt sich auch, wenn kein Fischpuzzle-Event ist. Also wenn du nichts gegen Angeln hast und eine Carbon-Angel dir holst, dann kannst du dir auf jeden Fall mit Yabby-Krebsen und so eine goldene Nase verdienen. Weil Yabby-Krebse, also bei uns aktuell kosten die 14 Millionen. Und das ist so unfassbar viel Geld. Man muss aber auch sagen, dass es die auch im Low-Level anstrengend ist, gegen die Full-Push 35er-Farmer anzukommen. Das stimmt natürlich, ja. Gerade Hass plus 4 in Aura von einem Mädchen gedroppt. Ja, crazy. Du brauchst ja Carbonangel und Fischereibuch. Ja, im besten Fall. Haben wir schon wieder keinen? Bruh. Double Drop? Nein. Leute, ihr müsst die Boni checken. Will den keiner? Hallo? 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 Nein, okay. Meins. Ja, sieht schlecht aus. Wo findet man Rabbis im Glas? Ich denke mal, du meinst Yabbis. Und Angeln Bergbau. Channel 2 sagt Venom. Angeln Bergbau und dann Fische. Rabbis. Angel-Event habe ich mich Samstag so. Dachte, du machst schon die 4 Stunden. Ach, du hast geangelt, aber dann nicht gepuzzelt, oder was?
Was mit Energiesplitter oder Map 1 Farm? Map 1 Farm schwören auch sehr, sehr viele drauf. Also das kann man auf jeden Fall auch machen. Und Energiesplitter, ja gut. Wenn du gar nicht nachdenken willst, dann kannst du das auch machen. Also die sind auf Emerald auch wirklich viel, viel Geld wert. Aber ich muss gestehen, für mich wäre das nichts. Ich habe mal wirklich eine Stunde Energiesplitter hergestellt und danach konntest du mich mental in die Tonne treten. Das wäre echt furchtbar. 4000 Fischpuzzle-Truhen, die ich noch spielen muss nächsten Samstag. Ich weiß noch nicht mal, ob ich Samstag Zeit habe. Classic. Ah. Ein Titanie sogar. Gifty. So, und ich mache hier den Staubsauger. Bin zum Glück Sura und kann tanken, ja. Ja, Sura ist schon sehr dankbar. Aber reicht dir jetzt einer oder wollen wir noch einen gucken? Was bekommt man aus circa einer Stunde Energiesplitter raus? Wie viel kommen da so? Boah. Also ich habe immer 100 Katzen bis Messer zu dem Typen gebracht und da kam so ungefähr 200 bei rum. Also wenn du wirklich die ganze Zeit stupide hin und her läufst. Dann würde ich mal schätzen, also so 10 Stacks, 10, 12 Stacks kannst du rauskriegen. Aber es ist halt wirklich stupide. Ich glaube, ich bin da genauso. Core-Farm finde ich auch schlimm. Multi-Account immer wieder draufschauen ist irgendwie anstrengend. Ja, es ist, also ist auch nicht meins. Deswegen bin ich insofern eigentlich ganz froh, dass man. Ja, gut, jetzt habe ich halt zwei Accounts hier auf Emerald, aber eigentlich bin ich ganz glücklich darüber, dass es halt so eingeschränkt ist und ich sagen könnte: Okay, ich kann jetzt hier theoretisch 5 Stunden am Tag Cores farmen, weil ich würde es eh nicht machen. Welcher Char macht dir am meisten Spaß zu spielen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich schon der Sura aktuell, aber weil ich halt da die meisten Möglichkeiten mit habe. Ich kann den Drachen farmen, sobald ich die Shami habe, kann ich den Rasador farmen, ich kann in den Wald, 90er Maps. Ich kann angeln, erzen und je höher man das Level hat, desto mehr Möglichkeiten hat man halt. Man kann wählen, das ist so das Coole eigentlich. Lohnt Rasador denn? Was kostet ein Stack? Ich glaube, die sind aktuell so bei 7 Millionen. Also 6 bis 7 Millionen kostet ein Stack von Energiesplittern. Also wenn du einfach nur hin und her läufst. Gut, du kannst natürlich, du musst natürlich die Katzenbissmesser rechnen, aber ich hatte das mal wirklich eine Zeit lang getrackt und ja, die kosten nicht viel. Hätte ich jetzt Platz, könnte ich ja einfach mal machen. Nee, ich habe keinen Bock. Allein die Vorstellung lässt mich schon müde werden. Lohnt Rasador denn? Ich habe leider die Shami gerade im Wald stehen, sonst könnte ich mit Last of Handels gucken, aber es ist auf jeden Fall, also man macht Gewinn. Man macht sicheren Gewinn. Und die Frage ist dann halt, ob es einem das wert ist. Und solange es sicherer Gewinn ist, mache ich das immer sehr gerne. Lykana ist geil, aber leider Trash. Ja, worunter kann ich die Teile der Carbonangel im Glas finden? Ich glaube sogar unter Verbesserung. Verbesserung und dann Material oder so? Warte.
Verbesserung Materialien. Ich glaube, da hast du Carbon-A-Faser, Rutenring, Rutengriff und Rutenrolling. Ja, lass mal einfach das Projekt jetzt nach vorne treiben. Projekt Herkules und mit dem Ninja mal gucken, ob wir im Wald was hinkriegen. Das ist doch mal ein Plan, oder? Warte, muss ich. Dann fütter ich vorher mal besser den Kollegen hier, bevor ich das verschwitze. Ich habe meine 20 Teufel-Ohrringe schon verkauft. Und die hier haben leider keinen Teufel. Und die darf er leider nicht kriegen. Ich will jetzt die Smaragde eigentlich nicht dem Ninja verbrauchen lassen. Schauen wir mal. Man muss Level 44 sein für die Angel. Ja, stimmt. Da war was. Der Kollege vielleicht noch Ohrringe? Eigene Ohrringe, versteht sich. Nope. Haben zwei Spaß Magis. Ja, nee, ich will es ja eben nicht geliehen haben. Also ich hätte genug Push-Ohrringe, mit denen ich mich ausstatten könnte, aber das will ich ja gar nicht. Was haben wir hier? Nee. Ich hatte doch mir so blöde Jade-Ohrringe gekauft mit 10 Teufel. Wo sind die hin? Hat die Charme die noch? Nein. Hast du die? Letzte Chance. Irgendwie verlege ich schon mal meinen Kram. Wo ist das denn immer hin? So. Das kriegt die Charmy. Ist echt immer alles nur von A nach B schieben, ey. Nice. Na komm, muss passen. Halt, was ist das? Verzaubern. So. Na komm. Krieg. Na wobei. Ah doch, ich gebe ihm einfach die Smuggies, was soll der Geiz? Ein Ninja muss leveln.
Ja, sollte passen. Sonst irgendwas vergessen? Ne. Spiel mal meine Sets. Ne, die Angel geht mit 30, sagt Apache, auch wenn da steht 44. Boah, ich habe mich nie getraut, das auszuprobieren. Weil die Carbonangel sagt in der Tat, man braucht Level 44. Sieht schon nice aus, muss man sagen, das Cobra-Kostüm. Aber stimmt, Sets spielen könnten wir gleich auch noch mit dem Sucher. Dann brauche ich jetzt mit dem Ninja aber nicht reinlaufen. So, das Armband hat die Charmy noch angezogen. Ich hoffe, wir kommen so überhaupt in den Wald rein. Reicht das an Pots? Ja, ne? Ja, muss. Wait, du hast Katzenbissmesser? Ja, ich muss die ich muss die Jungheldenwaffe noch abholen. Stimmt, gut, dass du es sagst. Nimmt man da eigentlich den Dolch? Ja, ne? Jetzt zum Leveln. Oder nimmt man das Schwert? Ich meine, man nimmt den Dolch, also hattet ihr zumindest immer gesagt. Okay, Venom sagt Dolch, Leon sagt Dolch, Richie, Shiva, okay. Ja, da hat er übrigens mittlerweile auch. Aber die Viopods habe ich ihm weggenommen, sehe ich gerade. Stark. Egal, ich will einfach nur wissen, ob der jetzt hier theoretisch schon Auto hunten kann. Oder ob da noch was fehlt. Autsch. Weil wir sind bei 10, 20, 30, 40, 50, gleich 80 mit, ja, der 86 Winddev. Also ich bin wieder natürlich auf dem absoluten Geizkragen-Modus. Mit, neben der Junghellenwaffe hat er jetzt hier noch einen Schwarz mit Anzug plus 6 mit Dreiersteinen und 10 Wind. Oh, oh. Dann eine 60er Kapuze plus 4 mit 10 Wind. Unser Titani plus 8 mit AGO 20 Teufel. Oh. Oh nein. Ah ne, ich habe das Schulterband nicht vergessen. Bro, der macht mich fertig. Wieso macht er mich so kalt? Was hat denn hier ein Alchi? Der hat ein Mütchen Jade und ein Mütchen Granat. Hau den vom Mount. Echt? Krass, Alter. Warum nimmst du das Pad nicht mit? Hab ich.
Pat ist da. Aber anscheinend ist meine Grunddev zu schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich gestehen. Eieiei. Ach, ich habe die Ohrringe auch nicht drin. Alter, der macht mich echt lang. Das kann doch nicht sein. Helft dem armen Mann mal. Ja, das kann doch nicht sein. Das muss ich doch aus eigener Kraft schaffen irgendwie. Ich will jetzt hier kein DGA verbrauchen. Was kein Armband an, ich weiß, das hat die Shami, was schon, die steht schon im Wald die ganze Zeit, deswegen hat sie da kein, fehlt noch ein HTA plus 6 mit 1 KTP, 10 Wind, 5 dB und 3 TPA. Wie viel Winddev? Eigentlich 86. Ah ja, okay. Ja gut. Peinlich, peinlich. Vielen Dank dir. Stell dich in die Ecke, wenn du nicht auf dem Mount hockst, dann fliegst du nicht. Ja, ja, ich weiß. Aber ich wollte halt die ganze Zeit jetzt auch so ein bisschen kiten, damit er mich nicht sofort weghaut. Aber dass es so auf die Mütze gibt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Anscheinend ist die Grunddev noch viel zu niedrig. Piscopat, yo, was geht ab? Gespannt. Erstmal ein Test und dann, wenn es klappt, können wir die Shami hinterher holen. Also für mich sieht das so aus, als hätten wir zu wenig Grundverteidigung. Ich glaube, den Helm muss ich mal ein bisschen hochziehen oder so. Oha, das wird dauern. Ja, deswegen habe ich ehrlich gesagt die Shami heute auch schon angefangen mit dem Sura zu leveln, damit der Ninja dann alleine hinterhergehen kann. Das war ja in der Grotte das gleiche Spiel. In der Grotte hat der Ninja ultra lange gedauert. Also der Ninja hat alleine ja eine gute Woche gebraucht, um auf 95 zu kommen. Und so viel kann ich schon sagen. Ich werde euch nicht sagen, wie lange es gedauert hat, aber die Shami hat durch den Sura, dadurch, dass sie dann gezogen wurde, nicht mal im Ansatz so viel gebraucht. Aber man könnte vielleicht auch einen Pushring holen.
Ich hatte das Pad auch gerade wieder nicht drin, merke ich gerade. Mythischer Saphir ist relativ günstig für das, was die Dexti hilft, oder? Puh, gute Frage. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Mal gucken, ob wir das hier überleben. Nein. Eieiei. Rubin ist der Gamechanger, ja. Man darf auch nicht vergessen, dass die drei Meilensteine aktuell nicht aktiv sind. Das stimmt natürlich. Aber dass ich jetzt hier so auf den Deckel kriege, das finde ich Wahnsinn. Wind und Teufel, ja, ich habe schon 86 Wind mittlerweile. Ja, Teufel fehlt natürlich extrem, ne? Ich habe hier 20 Teufel Skin. Krass. Da merkt man schon, wie OP der war, so ist voll. Der Waffensucher hat hier überhaupt keine Probleme. Aber die Frage ist, der hat jetzt 526 Dev. Wenn ich den jetzt hier noch zwei Stufen hochbringe oder sowas, dann hat der halt 20 Dev mehr. Das wird jetzt den Bock auch nicht fett machen. Mehr Teufel? Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, dann lasse ich die Charmy doch erstmal mit dem Sura weiterlaufen, dass die dann wenigstens schon mal auf 100 kommt. Und dann muss der Ninja besseres Equipment kriegen. Vielleicht eine 90er Rüstung 9 hat 23 Grunddev. Ja, okay, dann brauchen wir über das Finanzielle ja gar nicht mehr reden. Also bevor ich mir die leiste, kann ich mir 1000 andere Sachen kaufen. Und die ist auch ab Level 105, also das kann der eh nicht. Tragen. Ab wann bekommt man Code von Tiger Ghost? Fossi sagt mir seit 3 Wochen, mein Discord-Account ist zu neu, Gefahr wegen Botten. Die anderen YouTuber antworten einfach nicht und Teutonia ist voll von Bottern. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe meine halt von, erst von Arntor, glaube ich, und von Simply habe ich dann noch welche bekommen und mein Bruder hat welche von Fossi, aber, oh nice, Führung auf 5. Aber ja, also bei uns war das zum Glück kein Problem. Ich weiß natürlich nicht, wie strikt die da sind, die Kollegen. Ich habe leider keine, deswegen kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Okay, aber anscheinend geht das mit dem Billo-Equipment wirklich nicht bei dem Ninja. Bringst du die Fertigkeiten der Charmy auch hoch? Jawohl. Ah. HDD hat gerade gefailt, aber Hilfe des Drachen ist jetzt auf M3, Segen M4. Also ich exe das noch nicht, weil das noch nicht meine Priorität ist, aber ich lese parallel einfach Bücher. Und weil ich nicht weiß, was ich mit ihr vorhabe, versuche ich mit der auch
Ach du Scheiße, das dauert ja wirklich unfassbar lange. Weil ich nicht weiß, was ich mit der vorhabe, versuche ich mit der auch die Bio-Quests zu machen. Okay, ich glaube, hier komme ich mit meinem Geizhals-Vorhaben ans Limit. Das gibt so auf keinen Fall was. Das Ding ist, ich habe jetzt die Jungheldenwaffe rausgeholt. Nee, aber das ist ja Zeitverschwendung. Surfbrettfänger wäre eine feine Sache. Ja, der hat leider das Pferd Level 0. Deswegen macht es hier, glaube ich, nichts aus. Wenn du schon bei 86 Wind bist, sollten doch 10 mehr ein Gamechanger sein. Ja, das stimmt. Theoretisch dürfte da nicht mehr so viel fehlen, aber... Der Schaden ist halt auch wirklich lächerlich, ne? Das macht gerade so keinen Sinn. Soll ich dir EQ leihen, dass du auf 115 kannst? Danke dir, aber das ist nicht der Sinn des Projekts. Ich würde schon gerne versuchen, das Ninja-Equipment selbst zusammenzukriegen. Und ja, merke gerade... Mit dem Sparfuchs-Ansatz komme ich leider nicht so weit. Vielleicht die R-Scheine kaufen für Kraft- und Schutzstein. Könnte man auch überlegen, ja. Weil das Ding ist, meine Charmy steht jetzt hier einmal so schön im Wald. Na egal. Wir können mal, na komm, wir gehen mal mit der Charmy nach Equipment gucken. Weil, also das ist leider auch die Wahrheit, Ninja Equipment ist einfach so teuer, wenn es gut sein soll. Vintali plus 1. Ne, ja, da hat er. Also Wind, Kraft des Windes haben wir drin. Gibt es denn sonst noch einen Server mit wenig Bottern? Emerald, okay, aber das Abo-Modell gefällt mir semi. Verstehe ich. Wie ist es bei Ruby? Brauche ich da einen Code, Einmalzahlung oder auch Abo? Ruby ist Einmalzahlung über DR. Das heißt, wenn du dir in-game, irgendwie DR-Gutschein oder sowas auf einem anderen Server erspielen kannst, wo du was schon was hast, dann kannst du dir den Zugang zu Ruby mehr oder weniger free-to-play erspielen. Ich habe auch noch einige grüne Switcher und Adder. Aber 66 Grunddev ist halt schon wirklich wenig. Boah, 4 Wonne. Und die hat halt viel weniger Grunddev, deswegen hatte ich mir die hier geholt vom Ninja. Die 66 Grund plus 6 hat 126 Grunddev und halt schon noch 9 Magiedev. Die 34er plus 9 hat weniger Grunddev. Verkaufst du die grünen Switcher? Ich überlege gerade. Warte mal, haben wir irgendwo einen schwarzen...
Ja, und die günstigste Schwarzwindrüstung, die halt besser wäre, mit 10 Wind, der kostet 5 Won. Okay, die ist aber plus 9. Hat MPA, leider kein TPA. Die hat 10 Winddev. Boah, die ist krass. Die 6 Won. Farm doch auf der 90er Map paar Schwarzwindanzüge, mach selbst plus 9. Ja, bonieren muss ich sie dann aber trotzdem selbst. Guck mal, blauer Drachenanzug. Letztens gab es da leider keine. Nope. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich gut investiert, ne? Okay, Helme ist jenseits von Gut und Böse. Das Geld habe ich nicht. Also bei der Rüstung bin ich gerade wirklich am Überlegen, weil die auch TPA hat. Was hat man noch? Ohrringe fehlten noch. Oh. Ich kam, glaube ich, gerade mal so auf meine 90 Winddev und hatte TFCs mit plus 1 Kraft des Windes. Ja, TFCs, boah, ich habe mir echt in den Hintern gekniffen, weil als ich den Ninja aufbauen wollte, gab es TFCs mit 37 DSS, 2 Stück sogar, für je 2,8 Won. Und ich habe echt überlegt, ah, willst du die holen? Ach nee, komm, brauchst du nicht, du willst eh direkt bis 105 ziehen. War auch so das generelle Feedback, nee, geh direkt auf Zodiac Dolche. Jetzt sind die, glaube ich, bei 12 Won oder so. Hätte ich mir im Nachhinein besser einfach mal geholt. Wir haben jetzt 10 Teufel-Ebis für 40 Millionen. Die haben ja Beweglichkeit. Holt man sich bei einem Ninja eher Granatohrringe oder holt man sich Smuggies? Smuggies ist okay. DSS hat mehr Sinn als Dex. Okay, verstehe.
Und was hat mehr Sinn? 10 Teufel oder 5 bis 8 DSS? Boah, das ist so ein Rotz. Vielleicht sollte ich einfach versuchen, in meine eigenen Smuggis Teufel reinzudrehen. Die hätten 10. Oh Gott, Drachenwächter Truhen, richtig Glücksspiel, bin glaube ich süchtig. Thomas, womit habe ich das verdient? Vielen Dank dir. Boah, ich bin echt am Überlegen, den Schwarzbandanzug zu holen. Vor allen Dingen, wir müssen ja den auch irgendwie noch auf 120 kriegen, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Was kosten Rubine? Won. Eieiei. Irgendwas mit 15 Wind bis zur Mob-Rüssi wäre besser. 15 Wind. Wenn man auf 100 Wind kommt, kriegt man dann keinen Schaden mehr? Egal wie viel Grundverteidigung man hat? Kriegst 1 bis 5 Damage pro Hit circa. Digga. Die kann ich nicht nutzen. Aber danke dir. Aber die werden auf jeden Fall verschenkt. Also hier ist eine 26er Rüstung mit 15 Wind. Aber die ist plus 1. Oh, die hätte... Boah. 15 Wind, 10 TPA, 10 MPA. Also wir könnten uns die hier holen und die selbst uppen. Ich glaube, das ist besser. Also zumindest mal so auf plus 6, plus 7 oder so. Aber es kostet halt verdammte 3 Won. Was meint ihr, macht das Sinn? Ich
schon mies teuer. Ja, es ist wirklich schlimm. Aber die könnte man auch easy wieder verkaufen. Ja, die Boni sind schon crazy. Aber selbst die Shami hat noch grüne Switcher. Der Ninja hat noch Adder. Kannst du hier wieder verkaufen. Ja, stimmt eigentlich schon. Ich denke, du hast auch zu wenig TP. Ja gut, wenn wir keinen Damage kriegen, dann brauchen wir auch keine TP. Okay, müssen wir auf 15 Wind gehen, dann ist es halt so. Aber bei Helme wird es das nicht geben. Wenn du beim Level brauchst, brauchst du mindestens Matt Alchemie Ring. Ja, ich weiß nicht, wurde nicht immer so gesagt. Aber Rubin macht es schon extrem bemerkbar, dass der fehlt, ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es gibt nicht mal Helme unter plus 9 mit 15 Wind. Boah, ist das gestört. Ja, 15 won. Eieiei. Du hast einen Mob-Lenker schon, ja. Ich stehe von Nichterwiese ohne Alch hier. Wenn noch grüne Adder und Switcher hast, bonier die in der 34er und dreh die. Ja, jetzt ist es zu spät, die habe ich mir gekauft. Was für Preise. Ja, Emerald ist wirklich wild aktuell. So, dann machen wir uns die mal ein bisschen schick. Aber ja, Preise sind wirklich schlimm. Helm ist immer teuer, egal welche Dev. Aber naja, also ein 15 Blitz der Helm hat man ja immerhin noch für 3 Won bekommen. Nicht 15. Das ist schon wirklich krass. Hä? Oh. Shami ist im falschen Channel. Abend, was hat deine Zodiac-Waffe auf dem Sura? Sorry, Captain, ich sehe das jetzt erst. Die hat 41 DSS, also ist eine Zodiac-Klinge plus 8, 41 DSS, 5 Gift, 6 Int. 6 Mädchensteine. Ja, nice. Zweite Moppel per Typ 6, 3 Skills, 9 Tage. Das klingt doch mal nach was. GZ, sag ich da. Die geliehen oder meine? Ne, die habe ich mir gekauft. Allerdings auf Schuldenbasis, aber die Schulden sind mittlerweile abgezahlt.
Ich habe vor kurzem einen Guide gesehen, wo gesagt wurde, dass der einzige Run, der sich später lohnt, Hydra ist. Und da lohnt sich nur Ninja. Was meinst du dazu? Das ist Quatsch. Das ist der Run, der sich wahrscheinlich am meisten lohnt, wenn man nicht 8 oder 16 Accounts haben will. Aber nicht der einzige. So. Dreiersteine reichen aber, oder? Ich kaufe mir jetzt hier keine Hass plus 4 Steine. Wobei, was kosten die? Gehen wir wieder auf Channel 1. Aber beim letzten Mal waren die irgendwie bei 10 Millionen oder so. Am besten ist die 3 Helme aufsammeln nach 15% Elementar der Pfaffen. Auf Tiger Ghost habe ich im Tempel bei 60er Helmen 15 Wind der Helm aufgehoben. Allerdings war das ein Charmy-Helm, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Verbesserung, Geiststein, Hast plus 4. Ja, 11 Millionen, 12 Millionen, ich glaube, ihr hackt. Danke, aber nein, danke. Wegen den kranken Preisen, ja. Also, wenn du so einen Helm findest als Neustarter, irgendwie im SD2, SD3, dann hast du ausgesorgt. So viel ist sicher. Hä? Habe ich die alle schon aufgebraucht? Das kann nicht sein. 1, 0, 2... 3, wollte gerade sagen, habt ihr noch ein paar. Und nehmen wir Schutz oder AW? AW, ne? Seit wann gibt es diese Klasse in Metin 2? Gute Frage, weiß ich gar nicht genau. Schon länger. Meine Frage, wie bekomme ich eine Reiti, wo ich auf Level 1 vom Rücken ausschlagen kann, ohne zu cashen? Wenn du auf Emerald oder Ruby unterwegs bist, dann hast du jetzt gerade in diesem Moment die Chance, bis 24 Uhr bei Metinsteinen und Bossen noch Nugget zu droppen. Mein Freund. Aha. So. Ein Stück Edelsteine habe ich noch und nöcher gefarmt. Map 2 Farmer sei Dank. Würdest du sagen, was war so ist die beste Klasse zum Hochspielen? Das ist auf jeden Fall die einfachste, ja. Du brauchst am wenigsten gutes Equipment. Aber wie Niklas gerade schon sagt, richtigerweise, spiel auf jeden Fall das, worauf du Bock hast. Ach, ist jetzt schon wieder der falsche Channel bei euch. Komm hier durcheinander. Bringt ja auch nichts, wenn ich einen Vaso habe, aber der nicht gut farmen kann, um weiter was aufzubauen. Ja. Du kannst nach 2 Stunden war mein erst Königsdeck und sofort Client Crash beim Spielen. Autsch. Hä? Ach. Stimmt, wir können auch gleich das eine oder andere Deck spielen, was ich jetzt heute gefarmt habe. Wurde eben auch nochmal nachgefragt, glaube ich. Boah, ich glaube, ich brauche gleich Feierabend. Ich
bin überhaupt nicht konzentriert. Hab 35 DSS, 6 Int, 5 dB, 6 Crit, 6 5 Crit, 6 Mädchen. Das ist nice. Vor allen Dingen die 5 dB, die würde ich sehr gerne jetzt gerade haben. Habe ich noch B-Segis? Ja. Nice. Also ich habe 57 Segis hier. Hat der Kollege noch B-Segis? Nein. Wie weit wollen wir versuchen, die Rüstung zu uppen? Gucken wir mal, was der Spaß kostet. Was fehlt denn jetzt als nächstes? Esofibeln. Normal. Und die kosten eine Mille. Oder 10 für 6. Uiuiui. Na gut. 10 für 6. Wo ist die Charmy? Okay. Eieiei. Also eine Schwarzwindrüstung plus 9 hätte mir natürlich deutlich besser gefallen, aber die 15 Wind und vor allen Dingen 10 TPA sind hier, glaube ich, wirklich, wirklich hilfreich. Okay, was wollen wir jetzt? Spinnenaugengräten. Spinnenaugen. Auch 2 Stück für eine Mille oder 10 Stück für 4. Gekauft. Muss aufpassen, dass ich keinem Scammer zum Opfer falle. Das kosten Gräten, 500k das Stück. Nee, Gräten habe ich auf jeden Fall noch irgendwo selbst rumfliegen. Das ist mir viel zu teuer. Wobei, warte mal, wie viele brauche ich? Eine? Eine, ah, komm. Okay. Muscheln habe ich in der Tat einige. Und Orkzähne hat die Frau gerade eh für die Bio-Quest. Hä, was ist los? Schlangenschwanz. Will ich die jetzt noch weitermachen? Plus 7, okay, die ist schon plus 8. Ah komm, 200 Schlangenschwänze kosten eine Million. Lol, was war das? Einfach straight von 0 auf 9. Oh, Banane.
Jetzt kann ich den Bums wieder verkaufen, ey. Okay, wir haben 5 Wind mehr. Jetzt sind wir bei 86. Was mir gerade noch so einfällt. Es gibt ja auch noch Armbänder. Ah ja, das mache ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr heute. Da bin ich neidisch. Ja, das war schon witzig. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, jetzt ärgere ich mich, dass ich keine Vierersteine eingebaut habe, aber die sind einfach gerade viel zu teuer. Viel, viel zu teuer. Gib mal ein Stück vom Glück. Er hat Leon eben schon bekommen. Aber das war witzig. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja, aber trotzdem sind es halt jetzt 126 versus 92. Es sind halt trotzdem 34 Def weniger, 9 Magie Def. Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass die 5 Wind Def besser sind. Hier ist ein SWR plus 9 drauf projizieren. Ja, den müssen wir aber selbst herstellen. Den kaufe ich nicht, die sind viel zu teuer gerade. Minuel ich, der 7 Versuche beim Schmied für Schlachtschild plus 6 braucht. Armband hast du jetzt auch. Er hat 10 Wind, aber leider kein 15. Na, ich muss mal gucken. So, ich würde mal sagen, dann spielen wir noch ein paar Königsdecks. Wie viele habe ich überhaupt? 15, oh ja. Lass mal den Abend ganz entspannt ausklingen. Mit einem Glücksspiel, was bestimmt gar nicht frustrierend sein wird. Die bei mir gerade 3 Rubinen mythisch versuche, gefailt. Wenn ich sowas höre, bin ich immer froh, dass ich selbst nicht Alchi abe, aber es ist einfach so krank teuer. So, dann gibt es doch da so ein komisches Tool. Hi Josh, guten Abend. Das Abglück war heute auch auf meiner Seite. Das 51 DSS Grolli ist endlich auf 9 gegangen. Oha, das ist wild. Catch the King Helper. Browser. Helper. Warum machst du das mit mir? Egal. Dann halt ohne. Dann müsst ihr mir einfach glauben.
dass ich das hier mitschreibe. Spielen wir 5 Sets auf einmal? Okay, warte mal. Wie mache ich das am besten? Funktioniert das? Müsste, ne? Ja. Ja, okay, sehr deutlich. Das sieht aus, als wären die allermeisten bei 5 dabei. Wie viel hast du denn? 15. Ach stimmt, Frick, ich bin ja immer noch auf der falschen Client. Ich stehe die ganze Zeit so schön bereit. Okay, das ist relativ eindeutig. Dann let the games begin. Dann sind wir nach 3 schon durch. Ich brauche mehr Platz. So. Oh, das ist ja wirklich nice. Mit dem Helper. 1. No 5 around. 1. No 5 around. Und ach du Banane. Okay. Ach du Schande. Damit haben wir schon 2 Fünfen gefunden. Wir haben 3 Fünfen gefunden. Okay. Dann müssen wir hier oben auf die Suche gehen. Hier ist eine 4. Eins. Sehr nice. Eine 3. Eine 2. Sehr nice. Noch eine 4, nicht so nice. Eine 1. Wir müssen den König finden. Ah, verflixt. Das ist jetzt schlecht. Wir können auf jeden Fall die ganze rechte Reihe ungefährdet aufdecken. Es sei denn, da kommt jetzt ein King. Okay, wir kriegen schon mal ein paar Punkte, das ist schön. Und die ganze untere Reihe. Dann können wir noch aufdecken hier und hier. Und das war's. Hier ist eine 4, hier ist eine 5, hier ist eine 5. Da muss der König eine von diesen dreien sein. Was fehlt denn noch? Es kann keine 4 sein.
Wenn wir hier die 5 aufdecken und hier der König ist, haben wir goldene. Und hier auch. Aber wenn wir den König jetzt nicht mit einem Lucky Punch finden, ist es eh egal. Was fehlt denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird eine 2 sein. 5 ist safe. Ja, 5 ist hier, hier und hier. Und hier ist eine 4 und hier ist eine 4. Das heißt, der König muss eine dieser drei Karten sein. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die 5 hier mit. Und probieren jetzt einfach den hier. Yes! Fünf goldene. So einfach ist das Spiel. Weiter geht's. Das ist die Strategie, die ich mir überlegt habe. Hier ist eine 3. Keine 5. Vielleicht sollte ich euch doch zeigen, so lucky wie bitte. Nein, was machst du denn? Boah, hol doch einfach den ganzen Browser rein, Kollege. Dass du den König gehittet hast, ja, das stimmt natürlich, aber es war halt 1 zu 3 Chance, ne? Warum kriege ich das nicht größer? Ich will euch doch jetzt zeigen, was ich schreibe. Na egal. Jetzt habe ich vergessen, was war. Schauen wir mal, was wird. Fünf. Keine 5 daneben. Oh, nö. Wie schlecht liegen die denn jetzt? Und warum leckt das so? Okay, wir haben die drei Fünfen gefunden. Die Fünfen sind hier, hier und hier. Das Ding zeigt auch gerade gar nicht, was ich mache. Hä? Ich schreibe die ganze Zeit fleißig mit, aber das wird gar nicht angezeigt. Was soll denn der Käse? Egal. Strange. Es tut mir leid, ich krieg's gerade nicht besser hin. Nicht umbringen. So, wir brauchen den König immer noch. Die Fünfen sind alle oben. Dann gehen wir zuerst mal oben auf die Suche weiter. 3. Eine 1, nice. Noch eine 1, sehr nice. Haben wir hier noch weitere Versuche. Eine 2, mega nice. Okay, das ist sehr lucky gerade, wirklich. Boah. Okay, wir können gleich wirklich gefühlt das ganze Feld aufräumen, außer die 2 können wir schon mal aufdecken. Außer die 5 halt. Wir sind gerade auf dem besten Wege, die nächsten 5 goldenen einzusammeln. 1. 1.
Also die 5 sind hier, hier und hier. 1. Vier, okay. 3. Weiter geht's. Scripted. Ich kann mich nicht beschweren über sein Glück, ja. War eine Win-Win auf jeden Fall. Wir haben aber erst 2 Vieren. Es könnte wirklich sein, dass wir jetzt den König nicht finden. Nicht rechtzeitig. Also die Vieren sind hier und hier. Okay. Das ist jetzt sehr ungünstig. Also wir können die Vieren auf jeden Fall aufdecken. Gefahrlos. Jetzt müssen wir halt, ja, einfach König wieder reinlacken. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass wir ihn so spät wie möglich treffen. Also jetzt wollen wir ihn vermeiden. Frick. Damit sind es nur Silberne. 430. Ja, hätten wir hier noch 2 Karten aufgedeckt von... Also noch eine Vierer, eine Dreier, dann wäre es gewesen. Egal. Silberne bin ich auch zufrieden mit. So, eine Runde haben wir noch. Oh, okay, wir haben das erste Mal eine 5 nebenan. Eine 1 und keine 5. Eine 3 und keine 5. Eine 3 und keine 5. Okay. Zwei und 5. Und dann ist hier eine 5. Okay, wir haben die erste 5 hier. 2 und 5. Wir haben die zweite 5 hier. Und die letzte muss dann eine dieser 3, dieser 4 Felder sein. Nein, stimmt nicht. Es muss eine dieser beiden Felder sein. Zentraler könnten die gar nicht liegen. Das ist irgendwie sehr mies. Decken schon mal auf. Okay. Warte, was habe ich gesagt? Eine dieser beiden. Weil hier hat es ausgeschlagen und hier hat es ausgeschlagen. Aber die beiden sind die einzigen beiden, die die in Verbindung haben. Okay, dann ist das die 4 und das die 5. Dann haben wir die 5 hier. Hier und hier. Das ist gar nicht so gut, was hier gerade passiert. Nehmen wir mal die 3 mit. So, was noch? Jetzt müssen wir im Prinzip wieder auf die Suche nach dem König gehen. Weil die 4 können wir gleich nicht aufdecken. Wo können wir überhaupt die 5 nutzen? Hier, hier. Und hier schon nicht. Gar nicht. Hier nicht. Oh Gott. Das ist ja mal eine verkorkste Runde. Okay.
Und damit ist das Spiel quasi vorbei. So, wir müssen jetzt den König treffen, um noch auf Silber zu kommen. Das habe ich nicht verstanden. Wieso ist das jetzt aufgedeckt? Ach, wahrscheinlich weil für... Ah, okay. Never mind. Krass. Ich hatte... Das habe ich mich nämlich am Anfang gewundert, warum, wenn ich mit einer 5 eine 5 aufgedeckt habe, warum das nicht gezählt hat. Ich habe versucht, diese 5 aufzudecken, aber weil hier noch eine in der Umgebung war, wurde das nicht gezählt. Ich hätte also diese aufdecken müssen, denn die ist frei von 5en drumherum. Und dann hätte ich die 50 Punkte noch bekommen. Wenn wir jetzt noch den Lucky König gefunden hätten, mit einer Chance von 1 zu 4, 7, 10, mit 10%. Okay, na egal. Schade. 5-mal Bronze, 5-mal Silber, 5-mal Gold. Na gut, egal. Kann sich sehen lassen. Oh, Charmy Freeze. Eieiei. Gut, Leute. Aber ich glaube, das war trotzdem sehr erfolgreich. Können wir unseren letzten Ast noch abgeben? Wir haben einen Zodiac-Bogen mit 47 DSS auf plus 9 gezogen. Wir haben einen 96er Ninja, eine 26er, 96er wäre schön, 26er Ninja-Rüstung von 0 auf 9 durchgezogen. Und ein bisschen Knete gemacht mit Königsbeute. Ich glaube, an der Stelle packe ich es mal. Ja, die Umfrage habe ich doch schon beendet, na egal. Hat mir mega Bock gemacht. Was sind die Truhen eigentlich wert? Meine Charmy ist gerade eingefroren, aber die silbernen waren so bei 7 bis 8 und die goldenen so bei 30. Und ja. Morgen 14 Uhr kommt keine Episode von Projekt Herkules, sondern der Beransee Tau Guide mit Equipment Show. Es wurde schon viel danach gefragt. Es wurde sehr viel danach gefragt, wann kommt endlich Equipment Show. Und wir hatten ja am 11. März hatten wir ja das Projekt abgeschlossen. Und nur einen Tag später habe ich mit dem Leon, mit dem guten Kollegen, noch einen Run aufgenommen. Der ist quasi die Grundlage. Das heißt, das Equipment ist auch entsprechend auf dem Stand, wo wir das Projekt beendet haben. Da habe ich das bewertet. Schaut es euch gerne in Ruhe an. Gebt mir gerne Feedback zu dem Video morgen explizit, weil ich habe sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr davon haltet. 14 Uhr kommt es online und ansonsten, ja, werde ich mir Mühe geben. Danach ist erstmal wieder nichts fertig. Ich werde mir Mühe geben, dass wir dann noch weitere Episoden für Projekt Herkules an den Start kriegen. Es ist auf jeden Fall noch viel passiert, was ich euch erzählen muss, aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass wir jetzt wieder auf dem guten Weg sind, weiterzukommen. Vielen Dank an Vlad für die verschenkte Mitgliedschaft. Vielen Dank an Katzenarmy für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Mal wieder mega krasser Support von euch beiden. Eigentlich fast immer in jedem Stream. Wirklich crazy. Vielen, vielen Dank euch. Vielen Dank an alle Abonnenten, an alle Follows auf Twitch. Wir sind schon bei 56. Finde ich mega wild. Vielen, vielen Dank. Und ja. Vielen Dank auch an jeden, der sich im Chat beteiligt hat. Der mir mein Glück gönnt oder auch nicht gönnt. Und ja, oder einfach nur fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen den Abend unterhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.